In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was Listen in Python sind und wie man damit hantiert. Eine Liste in Python ist sowas ähnliches wie die Felder oder die Arrays, die wir in Arduino oder C kennengelernt haben. Der Unterschied ist eben, dass eine Liste etwas mehr kann und ein bisschen einfacher zu bedienen ist als ein Array in C. Das zeige ich Ihnen gleich an ein paar Beispielen. Definieren wir uns doch mal eine Liste, sagen wir mal eine A-List. Und die Definition davon ist ähnlich wie bei von einer Variable in Python. Also ich fange einfach an mit dem Namen der Variable an, mit dieser Liste. Und ob es jetzt eine Liste draus wird oder eine einzelne Zahl, das wird dann Python selber erkennen, indem ich ihm einfach sagen werde, wie er das initialisieren kann. Ich kann es hier dabei belassen. Damit wird er eine leere Liste initialisieren. Ich kann aber auch schon irgendwelche Werte reintun. Nehmen wir doch mal 0, 10 und 20. Wichtig dabei ist, dass diese Zahlen oder die Werte voneinander mit dieser Komma getrennt sind. Sonst wird er das nicht erkennen. Versuchen wir doch mal, diese Liste einfach so, wie sie ist, auszudrucken. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich hier in der Konsole genau diese Liste. Ich kann natürlich auch einzelne Elemente dieser Liste ausdrucken, indem ich sage, der erste Element der Liste ist, und dann brauche ich natürlich A-List, und zwar wieder mit solchen eckigen Klammern. Das ist dann sozusagen ein bisschen anders als im C, wo wir die eckigen Klammern benutzt haben, um die Elemente zuzugreifen, aber die geschweiften Klammern für die Initialisierung. Hier ist es eben ein bisschen einfacher, alles ist eckig. Und sagen wir mal, den ersten Elementen ist wie gewohnt die 0. Schauen wir mal, was daraus passiert. Wahrscheinlich muss ich das auch noch in einen String umwandeln, sonst wird das ja nicht ausgedruckt. Der erste Element der Liste ist eben eine 0. Was interessant ist in Python, ist, dass man die Elemente einer Liste nicht nur vorwärts zählen kann, also von 0 bis zur Länge, sondern tatsächlich auch rückwärts indizieren kann. Dafür habe ich mich hier was vorbereitet, damit ich es Ihnen besser erklären kann. Hier haben wir die Zahlen, die ersten 10 Fibonacci-Zahlen. Die Fibonacci-Zahlen kennen Sie vielleicht noch aus der Schule. Die sind so definiert, dass man die ersten zwei Zahlen sind immer 1 und 1. Und danach ist die nächste Zahl immer die Summe der vorherigen zwei. Das heißt, danach kommen die 2, weil sie eben die Summe von 1 und 1 ist, danach die 3, die Summe von 1 und 2 und so weiter und so fort. Das ist jetzt eine Liste, die ich mir, sagen wir mal, definiert habe. Und die ganz normalen Indizes sind die, die wir auch schon aus der C-Programmierung kennen. Die gehen von 0 bis 9. Genau wie bei fast allen anderen Programmiersprachen, eigentlich wirklich 99% der Sprachen. Interessant ist jetzt in Python, dass man tatsächlich auch rückwärts indizieren kann. Der letzte Element wird als minus 1 bezeichnet und man kann es tatsächlich auch mit der minus 1 dann erreichen. Der vorletzte mit minus 2, der vorvorletzte mit minus 3 und so weiter und so fort. Sie sehen hier auch, dass keiner der Indizes wiederholt sich. Das ist eben wichtig, sonst wäre es ja unklar, was wir eigentlich machen wollen. Und von 0 bis Länge minus 1 werden sie positiv von links nach rechts indiziert. Und dann rückwärts von minus 1 bis zur Minuslänge, eben von rechts nach links. Und das ist manchmal wirklich sehr, sehr praktisch. Versuchen wir das doch mal gleich in unserem Code. Und zwar, indem ich diese Liste hier, diesen Ausdruck hier kopiere. Aber ich sage, der letzte Element der Liste ist. Und hier statt 0 werde ich eine minus 1 reinschreiben. Wenn ich das jetzt ausführe, dann seht ihr, der erste Element der Liste ist 0, der letzte Element der Liste ist 20. Das kann ich jetzt natürlich, das können Sie auch zu Hause mal ein bisschen ausprobieren mit der minus 2, minus 3 und so weiter und so fort. Was auch noch sehr interessant über Listen zu sagen ist, ist, dass eine Liste in Python besteht nicht unbedingt aus den gleichen Typen von Variablen. Das heißt, ich kann sie hier mischen. Ich kann zwar statt der 0 auch 1 reinschreiben.
Dann sagt er, der erste Element ist eben 1, 10, 20, der erste Element ist 1, der letzte Element ist 20. Das heißt, das ist einer der guten Eigenschaften von Listen in Python. Man kann die Variablentypen mischen, wie man lustig ist. Eine auch sehr interessante und wichtige Sache sind die multidimensionalen Listen. Ich kann mir jederzeit so eine Multilist definieren und die funktioniert ähnlich wie im C. Man muss sie einfach miteinander verschachteln. Das heißt, ich kann jetzt diese Liste kopieren und Komma nochmal diese Liste, indem ich sie ein bisschen abändere, sagen wir mal 20 und dann 1 und 2. Und die muss ich jetzt in eigenen eckigen Klammern nochmal reinnehmen, damit Python versteht, damit der Interpretierer versteht, dass ich tatsächlich ein multidimensionales Array hier habe oder eben eine zweidimensionale Liste in diesem Fall. Man muss sich das auch so vorstellen, dass diese erste Subliste, sagen wir mal, ist so eine Art erste Reihe und danach kommt eine zweite Reihe und so weiter und so fort. Also so kann man sich auch eine Datei vorstellen. In der Datei, jede Zeile repräsentiert tatsächlich die erste Reihe, die erste Zeile und mehrere, dann kann man sie auch eins nach dem anderen erreichen. Jetzt stellt sich die Frage, wie indizieren wir so eine Multiple-Liste? Wenn ich sie einfach ausdrucken würde, versuchen wir das doch mal, dann sieht sie so aus, es ist genauso ausgedruckt worden, wie ich sie auch definiert habe. Das ist jetzt irgendwie nicht so ganz prickelnd und interessant. Versuchen wir doch mal, was passieren würde, wenn ich einfach die 0 ausdrucke. Das erste Element. Was meint er, ist eigentlich der erste Element? Das ist die komplette Zeile hier. Das heißt, die Zeile habe ich jetzt erreicht, aber wie erreiche ich zum Beispiel in der ersten Zeile den letzten Elementen? Das mache ich, indem ich 0 ist die erste Dimension, erste Zeile. Und danach brauche ich nochmal die eckigen Klammern und dann sage ich, der letzte Element interessiert mich. Und dann kriege ich genau diese 20 hier raus. Also verglichen nochmal, das war unsere erste Zeile und da drin befindet sich unser letzter Element, der war eine 20. Ich kann natürlich auch auf die zweite Zeile zugreifen, das wäre eine 1. Und dann letzter Element und das wäre die 2 und so weiter und so fort. Das heißt, bei multidimensionalen Array gilt genau das Gleiche wie bei C oder im Arduino eben. Man kann sie ineinander verschachteln. Man kann natürlich nicht nur zweidimensionale Listen bauen, man kann auch multidimensionale Listen bauen. Da hört es ziemlich schnell auf mit der Plausibilität und mit der Übersichtlichkeit, was hier passiert. Allerdings sind dreidimensionale Listen nicht selten, wenn man zum Beispiel an ein Koordinatensystem denkt. Dann möchte ich Ihnen noch zeigen, wie man die Listen ändert. Und zwar nicht nur die einzelnen Elemente drin, sondern tatsächlich neue Elemente hinzufügt und wieder löscht. Das gibt es im C und Arduino mit den normalen Arrays eigentlich nicht. Dafür gibt es spezielle Datenstrukturen, die das können, zum Beispiel der sogenannte Standardvektor in C. Das haben wir aber im letzten Semester gar nicht gesehen. Manche von Ihnen kennen es vielleicht. Und das ist tatsächlich etwas unhandlicher und komplizierter. Hier in Python funktioniert das ein bisschen einfacher. Versuchen wir es doch mal. Ich möchte jetzt A-List zwar an der letzten Stelle ändern, und zwar möchte ich daraus eine Alice machen. Wenn ich die A-List wieder ausdrucke, dann funktioniert das prima. Er hat es von davor war es eine 20, jetzt ist eben eine Alice draus geworden. Sie sehen wieder, man kann es ändern, wie man möchte. Man kann natürlich auch Sachen dazu nehmen. Es ist eine sehr interessante Funktion, ist A-List append. Und danach sagt man am Ende, möchte ich jetzt irgendetwas, sagen wir mal Bob, dazu nehmen. Wenn ich jetzt wieder A-List ausdrucke, was ist jetzt passiert? Davor war es eine 1, 10 Alice, jetzt ist es 1, 10 Alice Bob. Das heißt, die Funktion append, oder die genauer gesagt, korrekter gesagt, die Methode append, funktioniert so, dass sie am Ende der Liste einen neuen Elementen hinzufügt. Und zwar immer am Ende. Man kann auch Sachen löschen, indem ich Folgendes mache.
Ich kann A-List Pop bewirken, aufrufen. Wenn ich jetzt A-List aufrufe, schauen wir mal, was passiert ist. Er hat den letzten Elementen wieder rausgenommen. Das heißt, Append und Pop sind letztendlich, Sie erinnern sich wahrscheinlich an den Stack vom letzten Semester, die implementieren genauso einen Stack. Man kann mit Append Sachen hinzufügen, die sind immer am Ende. Und wenn man sie wieder bearbeitet oder wenn man sie wieder rausnimmt, dann werden sie auch vom Ende wieder herausgenommen. Und damit bewirkt man einfach, dass man mit Pop was von hinten rausholen kann. Man kann allerdings Pop auch mit verschiedenen Indices direkt arbeiten. Wenn ich zum Beispiel Pop 0 sage statt nur Pop, dann funktioniert Folgendes, wird der erste Element rausgenommen. Das heißt, das war der Index des Elementen, den ich rausgenommen habe. Also Pop gibt es in zwei Varianten, einmal ohne Parameter, dann holt er sich den letzten Elementen raus. Oder mit einem Index des Parameters, dann holt er raus genau diesen Elementen und er löscht es, das ist weg. Man kann es sich davor allerdings holen und kopieren, damit man es nicht vergisst, wenn man es zum Beispiel irgendwie später bearbeiten möchte. Und wenn ich jetzt print x dazu schreibe, dann sehe ich Folgendes, aus der Liste ist diese 1 hier raus, aber es ist in diesem x gespeichert. So funktioniert das normalerweise, so benutzt man auch so einen Stack. Man holt sich den Elementen raus, speichert man es in einer lokalen Variable, bearbeitet man diese lokale Variable, die Liste an sich ist aber jetzt kleiner geworden. Man kann allerdings auch die Funktion del benutzen. Del ist etwas, was wirklich löscht. Das löscht verschiedene Sachen. Das löscht vieles. Das heißt, ich kann auch sagen, löschen der kompletten Liste. Jetzt stellt sich die Frage, was passiert dann, was ist dann drin in dieser Liste? Und huch, was ist passiert? Er hat sie wirklich komplett gelöscht. Und Sie sehen auch, aus dieser Variablen Explorer hier ist die Liste tatsächlich weg. So kann ich es löschen, dann ist sie weg, dann kann ich sie irgendwie neu initialisieren. Man muss aber aufpassen, meistens möchte man das gar nicht. Ich kann aber auch hier einzelne Elemente eingeben. Wenn ich jetzt sage A-List 0, drucken wir sie doch mal davor nochmal aus, damit wir den Unterschied sehen. Dann sehe ich Folgendes. Zuerst wurde sie ausgedruckt, das ist das hier, 10 Alice Bob ist sie im Moment. Dann wurde der erste Element gelöscht und zwar mit Del und daraus ist Alice und Bob geworden. Der Unterschied zu Pop ist, Del gibt mir nichts zurück, der löscht es einfach. Das heißt, ich kann es mir so überhaupt nicht mehr holen, so wie mit dem X hier. Das kann ich mit Del nicht machen. Wenn ich es allerdings nur einfach löschen möchte, um zum Beispiel Speicher zu sparen oder freizugeben, dass ich nicht mehr brauche, dann ist Del die Wahl. Und dann als allerletztes möchte ich Ihnen zeigen, wie man Listen kopiert. Nehmen wir doch mal an, ich habe jetzt hier eine B-Liste. Ich möchte jetzt die A-Liste in eine B-Liste kopieren. Und ich sage einfach, B ist gleich List. So, dann schreiben wir sie doch aus. Drucken wir sie aus. Mal gucken, was passiert. So. Ja, er hat sie kopiert. Alice und Bob war A. Und Alice und Bob ist auch jetzt die B-List. Stellt sich allerdings die Frage, was passiert, wenn ich die A-Liste jetzt ändere. Nehmen wir mal an, ich mache jetzt am ersten Elementen eine Charlie draus. Und jetzt drucke ich die A-Liste und die B-Liste aus. Ja, das ist jetzt natürlich interessant, denn beide sind wieder gleich. Das heißt, ich habe zwar die A-Liste geändert, aber die B-Liste wurde auch mit geändert. Jetzt sieht man hier eigentlich klar und deutlich, dass diese B-List nicht eine eigenständige Liste ist, sondern ein Pointer letztendlich, ein Zeiger auf die A-Liste. Das wollten wir eigentlich nicht, könnte man aber auch machen. Da muss man wirklich aufpassen, was man hier hat. Um sie wirklich zu kopieren, hätte ich zwei Varianten gehabt. Einmal könnte ich sagen A-Copy, also A-List und einfach kopieren. Dann gibt er sie mir wirklich die gleiche Liste nochmal zurück und die speichert er in B-List. Und jetzt sieht man auch, dass wenn ich sie ausdrucke, diese Änderung in der A-Liste
hat nichts in der B-Liste bewirkt, genau was ich eigentlich haben wollte. Eine andere Möglichkeit, eine alternative Möglichkeit für B, um die A-Liste zu kopieren, ist zu sagen A-List, und zwar mit so einem komischen Klammern, und das bedeutet von bis, das erkläre ich ein bisschen später in einem anderen Video, was es genau bedeutet, aber so eine Möglichkeit gibt es auch. Hier wird es auch genauso kopiert. Das bedeutet hier nichts weiteres außer alles bitte, alle Elemente. Dann gibt er alle Elemente tatsächlich zurück und die werden in der B-Liste kopiert. So, das war's erstmal mit den Listen. Jetzt sind Sie in der Lage, eine Liste zu initialisieren, eine Liste größer und kleiner zu machen, bestimmte Elemente dort zu erreichen, und zwar von links nach rechts und von rechts nach links, und eine Liste auch noch zu kopieren, um verschiedene Kopien von der gleichen Liste zu erzeugen, um sie dann getrennt voneinander weiter zu bearbeiten. Dankeschön.